1000 für den Imperator. Der YouTube-Kanal in Kooperation mit Kraken Wargames und Games Island. Hallo und herzlich willkommen zu 1000 für den Imperator. Ich bin Gregor und heute grüße ich euch zu einer weiteren Folge Why is it cool? Mit Fokus auf die Orks, beziehungsweise diesmal genau genommen auf die Snakebites. Man könnte die Snakebites als Traditionalisten bezeichnen, wenn diesen Titel nicht schon die Goths für sich beanspruchen würden. Snakebites sind allerdings insofern Traditionalisten unter den Orks, dass sie sagen, was sollen wir mit moderner Technologie, Schusswaffen, ja, sind okay, weil sie sind schön laut und machen Dakka. Und Dakka ist gut für jeden Ork. Man hat zwar nie genug Dakka, aber Dakka ist gut. Und Snakebites haben aber irgendwann für sich entschieden, oder es ist genetisch in ihnen verankert, dass sie zurück zu ihren Wurzeln wollen, was bei Orks natürlich aufgrund dessen, dass sie eine künstlich geschaffene Rasse sind, ein bisschen absurd scheint. Aber sie haben sich entschieden, so, wir brauchen keine Fahrzeuge, wir reiten auf Wildschwein oder Squiggets. Wir tragen keine klassischen, keine Stahlpanzerung oder ähnliches. Nein, wir tragen Leder und die Häute und Panzerung erschlagener Viecher. Und Orks haben, also gerade Snakebites, wenn man sich die Modelle anguckt und sich die Designs im Laufe der Jahre anguckt, merkt man relativ schnell, dass die natürlich viel Elemente übernehmen, die mit Naturvölkern assoziiert werden. Ein Federschmuck, Totems. Ganz häufig erkennt man Schlangensymbolik. Das Clanwappen ist auch eine Giftschlange. Und wenn wir schon beim Thema Giftschlangen sind, Snakebites halten sich üblicherweise neben Squigs aller Art Giftschlangen, die sie bei Initiationsriten benutzen und sich davon beißen lassen. Und zwar Giftschlangen, die so giftig sind, dass selbst für einen Ork das ein Risiko darstellt. Soweit so gut. Und jetzt sagen, ja, gut, sind halt normale Orks, nur halt ein bisschen archaischer. Snakebites ziehen das aber so weit durch, dass es einen Stamm von Snakebites gibt, den Wormkiller Tribe. Die haben auf einer Welt durch einen blöden Zufall eine Tyranidenspore gefunden, festgestellt. Keine Ahnung, was das ist. Wir nehmen das mal mit. Das Teil bei sich ins Raumschiff gezerrt und da aufgeknackt. Schwupp. Jede Menge Tyranniden auf dem Raumschiff. Jedes andere Volk so, Mist, wir sind richtig geliefert. Die Snakebites haben sich gefreut, hey, irgendwelche komischen Kreaturen, die wir jagen können, Ähnlichkeit mit Schlangen haben, ist doch super. Und haben diese ganzen Viecher auf ihrem Schiff gejagt. Die ganzen anderen Ork-Clans sind angeblich bei der Nummer draufgegangen. Die haben diese Kreaturenjagdfähigkeiten, die sich die Snakebites, ob nun genetisch oder erlernt, angeeignet haben. Hatten die nicht. Und die Snakebites haben mit viel Spaß diese Tyranniden-Kreaturen auf ihrem Schiff gejagt, sich aber sehr bewusst dafür entschieden, ja, wir jagen die aber nicht bis zur Ausrottung, weil dann ist der Spaß ja vorbei. Wir lassen immer so ein paar am Leben, dann bleibt das Ganze spannend auf dem Schiff. Schließen sich einem War an. Und was passiert? Sie landen auf einem Planeten mit dem Rest der Kriegshorde und lassen erstmal ein bisschen was an Tyranniden aus ihrem Schiff frei. Prügeln sich mit den Menschen und lassen diesen Tyranniden erstmal Zeit, sich zu vermehren, damit man mehr davon hat. Das bedeutet, dieser Orkstamm, diese Snakebites, entscheiden sich bewusst dafür, auf Planeten Tyranniden in Anführungsstrichen anzusiedeln, damit sie wenigstens dauerhaft einen guten Kampf geliefert bekommen. Das verdeutlicht, glaube ich, schon ganz gut das Mindset, die Absurdität innerhalb dieses Clans, dass sie sagen, die Jagd ist eigentlich die Herausforderung. Also dieser Gedanke, den du ja bei Orks ganz häufig hast, so neben dem gewonnenen Kampf ist ein verlorener Kampf das Beste, was du kriegen kannst. Das treiben die Snakebites ein Stück weit auf die Spitze. Sie sagen, ja, gefährliche Kreaturen sind für uns eine Herausforderung, also züchten wir die, also sorgen wir dafür, dass die nicht aussterben, damit unser Leben spannend bleibt. Das ist jetzt für einen normalen Menschen vollkommen neben der Spur. Und man sagt, hä, spinnen die? Für Orks funktioniert das aber, weil Orks für den Kampf leben und ein guter Gegner ist für Orks sehr, sehr viel wert. Das haben wir bei dem Konflikt zwischen Gaskul und Kommissar Yarrick ja schon gesehen, dass würdige Gegner wirklich auch, ja, in Anführungsstrichen gepflegt werden.
Und das sehen wir jetzt hier bei den Snakebites mit dem Umgang mit den Tyranniden auch. Und ich glaube, wenn sich, mal gucken, ob das im Lore irgendwann stattfindet, ein großer Ork-War in den Weg einer Schwarmflotte stellt, ich glaube, das wäre ein großes Fest für die meisten Ork-Spieler, beziehungsweise Ork-Clans. Die Ork-Spieler, ist jetzt die Frage, ob die auf dem Tabletop so viel Spaß daran haben, gegen Tyranniden zu spielen. Aber das wäre, glaube ich, etwas, was in einem nie endenden Krieg münden würde, also wirklich lokalen Krieg. Und glaube ich, nur dadurch aufgezehrt werden könnte, dass die Tyranniden einen Planeten mal wieder komplett auffressen und dadurch nicht mal Orksporn die Möglichkeit haben, sich zu etablieren und erst wieder auftauchen, wenn die Tyranniden weitergezogen sind. Aber so grundsätzlich diese beiden, ja, gar nicht von höheren Zielen getriebenen Fraktionen im Warhammer 40k-Universum, die aufeinander zu schicken und gerade mit den Snakebites dieses Monsterjäger-Konzept fahren, dieses Bestienjäger und dieses Archaische zu fahren. Das finde ich gerade an den Snakebites sehr, sehr spannend. Davon abgesehen, jetzt mal unabhängig davon, wie gut die spielbar sind auf dem Spieltisch oder ob man eine komplette Snakebite-Armee sinnvoll stellen kann, einer Ork-Armee, die auf vercyberten Wildschweinen in den Krieg reitet, die Squiggots, also praktisch elefantengroße Squigs, einsetzt und die insgesamt ganz, ganz stark dieses ursprüngliche und schon ganz nah an den Fantasy-Orks seiende verkörpert, das finde ich eigentlich sehr spannend. Die Snakebites haben so ein bisschen nochmal eine Anlehnung an etwas, was auf Welten auftaucht, von die die Orks bereits wieder verlassen haben, wenn der War weitergezogen ist oder wenn die Orks theoretisch besiegt sind. Nämlich zurückgelassene Sporen entwickeln sich ja üblicherweise zu neuen Orks und das sind üblicherweise Wild-Orks. Das bedeutet Orks, die technologisch gar nicht diesen Ansatz von Schusswaffen, Maschinen etc. fahren, sondern wirklich sich komplett auf Nahkampfbewaffnung, Bögen, Fallen, Wildschweine etc. konzentrieren, weil sie gesellschaftlich gar nicht diesen evolutionären Sprung, den Orks auf einem kompletten Planeten irgendwann durchlaufen, den machen die gar nicht mit, sind auch meistens gar nicht daran interessiert oder in der Lage, Raumschiffe und Ähnliches zu bauen, um weiterzuziehen, sondern man hat sie irgendwann so ein bisschen als einheimische, also Teil der einheimischen Fauna. Nur dass es halt eine Fauna ist, die mit Waffen unterwegs ist und nichts besser findet, als zu kämpfen, wo es gar nicht mal ein höheres Ziel gibt. Und all das macht die Snakebites und das, was sie ausmachen, eigentlich zu einem interessanten und sehr unterhaltsamen Konzept innerhalb der Orks. Und ich würde eigentlich gerne mehr Themenarmeen, mehr Snakebite-Themenarmeen im Tabletop sehen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Es wird natürlich noch Folgen zu den anderen Ork-Clans geben. Schauen wir uns die mal an, was die spannend macht. Ansonsten bedanke ich mich für heute fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Wünsche euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao!